So, ich denke, wir fangen da langsam an. Wir haben noch einen engen Zeitplan hier. Also, ich würde mich auch gerne mal selbst mal vorstellen. Also, mein Name ist Alexander Eck und ich arbeite für Tempo. Ich arbeite für Tempo als ein Customer Success Manager und arbeite dort schon seit Anfang letzten Jahres. Tempo ist in Island stationiert, das heißt, ich arbeite auch direkt von Island und wohne auch in Island und das schon seit ungefähr fast 20 Jahren. Also ihr müsst jetzt auch ein bisschen Nachsicht haben für mein Deutsch-Vokabular, was ich hier auch verwende. Das, also ich habe das ähnliche Problem, wie Jens auch hier hatte ganz am Anfang. Nicht nur das Problem, dass ich sehr viel Englisch auch spreche während meines Berufs, sondern ich spreche auch mittlerweile sehr viel Isländisch oder mehr Isländisch als Deutsch. Insofern habe ich jetzt quasi drei Fremdsprachenprobleme hier. Aber nichtsdestotrotz, also wenn jetzt die eine oder andere Vokabel fällt, die mit dir wohl vielleicht nichts anfangen könnt, dann wird das alles eben auf Englisch sein. So, auch meine ganzen Slides werden auch alle auf Englisch sein, genau wie bei Jens auch. Aber ich werde trotzdem versuchen, hier den Inhalt euch auf Deutsch zu vermitteln. So, das Thema des Events heute ist agiles Projektmanagement und ich will euch ein paar Lösungen vorzeigen, die Tempo anbietet, um agiles Projektmanagement zu unterstützen. So, die Agenda für heute ist auch, also ich werde euch jetzt, nichtsdestotrotz ist das natürlich eine, will ich euch ein bisschen auch mehr über Tempo erzählen, ganz kurz, bevor ich dann in das Thema übergehe, Teammanagement. Also ich will euch auch zeigen, was Tempo für Lösungen anbietet, um Teams zu managen, vor allen Dingen auch, um da die Flexibilität zu gewährleisten. Und mein Hauptaugenmerk ist eigentlich hier auf dem Ressourcenmanagement. Also wie kann ich wirklich Ressourcenplanning betreiben mit Tempo? Als spezielle Lösung des agilen Projektmanagements ist natürlich die Iteration Planning oder Sprint Planning auch eine Lösung, die wir anbieten. Und da will ich euch kurz zeigen, wie das funktioniert in Tempo. Und natürlich unser Zeitmanagement ist auch ein Thema, ein allwährendes Thema, was natürlich für alle Anwendungen benötigt wird, weil ich eben auch meine Zeit von meinen Vorgängen verfolgen muss. Und ganz zum Schluss will ich noch eine Möglichkeit hier oder die Möglichkeit nutzen, euch ein bisschen was über Earned Value Management zu erzählen. Also Earned Value Management ist auch eine Methode, die im Projektmanagement angewendet wird. Und ich hoffe, dass ich da noch genügend Zeit haben werde, euch das ein bisschen zu erklären, wie man das einsetzt und warum man das einsetzt. So, da fange ich erstmal schon mit uns an, also mit uns. Davon rede ich jetzt mit Tempo. Das hier hinten dran sind unsere Headquarters in Island. So, wie schon bereits angesprochen wurde, das will ich jetzt auch nicht groß weiter erklären hier, sind unsere drei Add-ons. Das sind Tempo Timesheets als Zeitmanagement-Tool oder zum Tracken von Zeit, Tempo Planner als Ressourcenmanagement-Tool und Tempo Budgets als beides Projektmanagement-Tool und als Tool, um wirklich die Financial Health, also die, darzustellen. So, unser Unternehmen ist mittlerweile 9 Jahre alt. Wir haben mittlerweile auch schon über 80 Mitarbeiter und weit über 10.000 Kunden. Also ihr könnt euch vorstellen, also als ich letztes Jahr angefangen habe, da haben wir gerade die 6.000 Kundenmarke geknackt. Mittlerweile sind wir bei 10.000. Also ihr könnt wirklich sehen, wie rasant wir wachsen. Und ja, die Zahl ist noch nicht das Ende vom Steckenpferd. Wir haben natürlich von unseren 10.000 Kunden haben wir sehr viele kleine Kunden, also vor allen Dingen in der Cloud haben wir auch sehr viele Kunden, die da vertreten sind, aber wir haben auch natürlich sehr viele große Kunden, die ihr hier so ein bisschen ein Querbeet seht, und von diesen großen Kunden, die sind natürlich auch in allen Segmenten betrieben, also das ist nicht jetzt immer nur wirklich auf das IT-Department beschränkt, sondern wirklich auch auf viele weitere Sektoren, und das wird auch in der Zukunft, denke ich mal, so weitergehen. So, wie schon gesagt, unsere Headquarters sind in Reykjavik, Island. Da bin ich auch tätig hier.
da an diesem schönen Ort mit der schönen Hallgrimskirche. Aber nichtsdestotrotz, wir verstärken zunehmend unsere Präsenz hier in Montreal, Kanada. Also da geht sehr viel, wandern sehr viele Ressourcen hin. Da wird auch mehr und mehr jetzt das Produktmanagement betrieben von dort. Und wir haben auch noch eine Sales Office in San Francisco. So, jetzt will ich aber mal direkt anfangen. Jetzt habe ich schon wieder über Tempo gesprochen, aber wir wollen natürlich auch ein bisschen jetzt über Teammanagement sprechen, wie wir das in Tempo darstellen oder was wir dafür Möglichkeiten anbieten. Und das, wir haben ja auch, Jens hat ja auch schon viel über Teams gesprochen hier, und es ist natürlich wichtig, dass unsere Teams eine gewisse Einheit an Produkten herstellen in einer möglichst kurzen Zeit, was direkt an unsere Kunden ausgeliefert werden kann. Und natürlich, die Agilität bedeutet, dass wir flexibel sind und dass wir das Individuum oder die einzelnen Team-Members, die Mitglieder, an höhere Stelle stellen als die Prozesse. So, Teammanagement. Also was muss ich im Teammanagement leisten können? Ich muss natürlich erstmal wissen, wer arbeitet überhaupt in meinem Team? Woran arbeitet mein Team? Wie kann ich mein Team jetzt planen? Und ich muss auch zum Beispiel irgendwie handeln können, wer ist wann verfügbar und für wie viel Zeit habe ich denn zur Verfügung. Also das ist auch eine ganz wichtige Sache. Und dann habe ich natürlich auch die Möglichkeit, und da hat Tempo auch einen großen Fokus drauf gelegt, dass wir die Möglichkeit haben, die einzelnen Teammitglieder auf verschiedene Teams zu verteilen. So, hier sieht zum Beispiel so eine Teamübersicht aus, wie wir sie in Tempo kennen. Da haben wir auch zum Beispiel das von Jens angesprochene Thema, die Mission hier. Also das ist für uns auch sehr wichtig, dass die Teams wirklich wissen, woran arbeiten sie, wo ist der Ziel, wo ist der Fokus, wie sieht man den Elefant aus, ja, den Jens ja vorhin auch sehr schön gemalt hat. Ich will auch gerne immer wissen, woran arbeitet mein Team hier. Und aber wo ich jetzt ein bisschen mal im Detail drauf eingehe, sind meine einzelnen Mitarbeiter. Weil darauf komme ich auch später nochmal zurück. Also das ganze Teammanagement zieht sich durch Tempo ganz hindurch. Ich sehe also meine einzelnen Mitarbeiter, die ich hier habe in meinem Team. Und was ich hier vorhin auch schon mal so sehen kann, jeder hat eine gewisse Rolle, die ihm zugeordnet ist. Und auch die Rollen, die werden wir auch später nochmal sehen, ist sehr wichtig. Genau das Gleiche wie zum Beispiel unsere Verfügbarkeit. Also die Verfügbarkeit innerhalb eines Teams ist wichtig für Tempoplaner, um jetzt wirklich auch die Kapazitäten zu bestimmen, die ein einzelnes Mitglied für das Team leisten kann. Zusätzlich habe ich auch noch die Möglichkeit, Leute einzuplanen, die noch gar keine Mitglieder in meiner Jira-Instanz sind. Also das ist natürlich auch eine Sache, die ich irgendwie handeln muss, weil es sind noch nicht alle Mitglieder meines Teams als User angelegt und ich muss auch jetzt für die Zukunft planen können. Und dafür haben wir auch die Möglichkeit, zum Beispiel Leute anzulegen oder Mitglieder anzulegen, die noch gar nicht Mitglied des Teams sind, aber irgendwann mein Team beitreten werden. Genau, das andere Möglichkeit habe ich auch, wirklich zu definieren, wann hört mein Teammitglied auf, sodass da im Endeffekt auch die Mitgliedschaft ändert und die Kapazität dann auch ich da nicht mehr mit einberechnen kann. Wichtig für mein Team ist auch die Agenda. Also hier sehe ich wirklich auf einer Übersichtsseite, woran arbeitet mein Team jetzt, in welchem Team ist das. Hier vor allen Dingen, wie viele Tage habe ich jetzt. Das ist jetzt ein spezieller Iteration oder Sprint, wie wir nachher auch noch zum Beispiel sehen können. Und dann sehe ich hier auch auf einen Blick zum Beispiel, ist mein Team in der Lage, diesen Sprint wirklich in der Zeit abzuarbeiten. So, jetzt komme ich direkt zum Ressourcenplanning. Und hier sehen wir auch zum Beispiel jetzt mal ein kleines Statement von einem unserer Kunden. Also er sagt jetzt hier zum Beispiel Tempo Planner, dass er uns wirklich die Transparenz gibt, um Änderungen möglichst früh anzunehmen und dass wir auch Projekte innerhalb von mehreren Teams abarbeiten können und dass wir auch sehen können, welches Team hat wie viel Zeit zur Verfügung. Also wenn ich jetzt Ressourcenplanung betreibe, dann muss ich auch wieder verschiedene Jobs erledigen und das sind natürlich vor allen Dingen erstmal, ich muss meine Ressourcen blocken können. Also ich muss wirklich in der Zukunft schauen können und sehen können, wie viel Zeit habe ich zur Verfügung, um an meinen Projekten zu arbeiten.
ich muss natürlich meine Ressourcen zuordnen können zu Projekten oder zu einzelnen Vorgängen. Und das sind beides jetzt, davon rede ich jetzt von dem ganzen Team an sich oder auch von den Teammitgliedern an sich. Und ich muss natürlich jetzt auch als Ressourcenmanager oder Traffic Manager muss ich auch vorne wirklich gucken, wer ist wie viel allokiert, wie viel habe ich jemandem zugeordnet und wo habe ich hier irgendwelche freie Kapazitäten. Und ich muss auch ganz einfach spotten können oder checken können, wo sind Überallokationen, also wo ist mein Team oder meine Mitglieder überbelastet. Und es muss natürlich auch einfach sein zu planen. Also wenn das jetzt ein zu komplizierter Prozess ist, dann benutze ich das auch nicht. Also das sind Anforderungen, die wir erfüllen müssen und die wir auch mit Tempo Planner erfüllen. So, wenn ich jetzt von Tempo Planner rede, rede ich auch immer viel von Plänen. Und ich habe ja auch schon mal gesagt, also Pläne bei uns sind im Endeffekt Zuweisungen von Ressourcen an gewissen Vorgängen. Und diese Vorgänge können Jira-Issues oder Jira-Projekte sein. Und was ich hier auch noch in Tempo Planner entscheiden kann, ich kann unterscheiden zwischen individuellen Plänen und Teamplans. Also das ist eine Wichtigkeit für uns und wir priorisieren die Teamplans oder die Teammitgliederpläne höhere Priorität ein als die Teamplans. Also wir gehen nach der Philosophie, wenn jemand Sachen zu sich personell oder zu sich zugeordnet hat, dann geht das vor, bevor dem, was er an Zeit zur Verfügung hat für das Team. So, hier sehe ich wiederum mein Team, was ich hier habe, wovor ich vorhin auch schon angefangen habe, hier mein Team mit den einzelnen Mitgliedern hier an der Seite. Und wenn ich hier auf der Zeitschiene sehe, sehe ich im Endeffekt, das hier sind im Endeffekt, jeder Kasten stellt einen Plan dar. Also immer eine Zuordnung einer Ressource zu einem gewissen Vorgang in Jira. Und das sind verschiedene Zeiten hier und ich sehe jetzt auch zum Beispiel von hier jetzt direkt hier von Owen hier zum Beispiel, dass er, sehe ich hier direkt eine Überbelastung von Owen, aber ich sehe auch jetzt zum Beispiel an der Farbe der verschiedenen Pläne jetzt zum Beispiel, ob Pläne jetzt aus dem einen Team kommen oder aus dem anderen Team. Also wir wissen auch zum Beispiel, dass wir Mitarbeiter anderen Teams zuordnen können, das heißt, ich könnte jetzt von hier direkt sehen, aha, Owen hat einen Plan von dem anderen Team und das wird auch hier auf dieser Zeitleiste sichtbar. Jetzt auch noch zu einem kurzen Detail von so einem Plan. Also hier zum Beispiel habe ich einen ganz groben Plan hier für das Team errichtet. Also das mache ich jetzt nicht auf Mitgliederebene, sondern ich mache das wirklich auf Teamebene und dann sitze ich bei diesem Plan, tue ich meinem Jira-Projekt einen gewissen Plan zu ordnen oder einem Projekt zu ordnen mit einem Anfangsdatum und Enddatum. Und was wir in Tempo Planner machen, wir planen eigentlich immer in Prozenten. Also wir planen niemals in Stunden und die Stunden ist das, was mir im Prinzip Planner errechnet. Also wir haben ja vorhin gesehen, auch als ich meinem Team zugeordnet habe, dem weise ich im Endeffekt gewisse Arbeitsschemen zu und wann er nicht arbeitet. Und Tempo Planner errechnet mir quasi daraus dann die verfügbare Zeit für meine Projekte. Das ist jetzt zum Beispiel auch eine Übersicht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Programmmanager bin oder ein wirklich auf mehrere Teams planen will, dann habe ich hier die Möglichkeit, das über eine ähnliche Zeitschiene auch zu machen, indem ich hier meine verschiedenen Teams sehe, die in meinem Programm vorhanden sind und an denen kann ich dann auch im Endeffekt ganz einfach Pläne gestalten, über die Zeitleiste auch und dann sehe ich auch, wie viele Stunden ich für welches Projekt zur Verfügung habe. Das kann ich dann ganz einfach dann auch nach verschieben, rechts oder links und dann, um dann meine Kapazitäten entsprechend anzupassen oder meine Zeitbedürfnisse, die ich für meine Projekte benötige. So, wenn ich jetzt dieses ganze Theater gemacht habe, meine ganze Ressourcenplanung gemacht habe, dann will ich natürlich auch wissen, wie schaut das aus? Und das machen wir im Endeffekt jetzt mit der Ressourcen-Overview, die wir jetzt eingeführt haben, zum letzten Summit in 2016, haben wir diese wunderschöne Übersicht eingeführt und die ist für mich auch sehr flexibel. Also hier sehe ich im Endeffekt meine ganzen einzelnen Mitglieder, die in meiner Instanz vorhanden sind und die sehe ich jetzt, oder diese Ansicht kann ich mir
erstellen für mehrere Teams oder für einzelne Mitarbeiter, die ich wirklich mir angucken will. Und von hier aus sehe ich auch schon ganz direkt jetzt im Endeffekt, wer ist überplant und wer hat noch Zeit zur Verfügung. Also sehe ich jetzt hier, wer hat noch nichts geplant für die bestimmten Tage. Aber ich sehe auch zum Beispiel hier, wie weit das Kontingent erfüllt ist. Also je größer meine Zahl, desto besser ist es. Hier könnte ich jetzt auch schon direkt raus erlesen, dass zum Beispiel Elias ein weniges Arbeitskontingent hat als Gregor zum Beispiel. Wenn ich jetzt aber auch zum Beispiel wissen will, ja, wie schauen jetzt eigentlich die Details aus von meinem eigenen Mitarbeiter, dann klicke ich hier auf meinen Mitarbeiter drauf und sehe dann ganz genau hier, aha, Elias, er hat an dem Tag die Stunden verplant und so weiter. Also ich könnte dann hier auch dann für jeden Mitarbeiter wirklich dann reingehen, gucken und im Endeffekt meine Pläne dann dementsprechend anpassen. Was mir die Ressourcenübersicht auch gibt, ist wirklich Flexibilität, um wirklich die Ressourcen mir anzugucken, die ich in dem Augenblick benötige. So, wir haben am ganzen Anfang auch schon gesehen jetzt, wenn ich mein Team aufstelle in Tempo, dann weise ich den gewissen Teammitglieder gewissen Rollen zu. Und das kann ich jetzt auch zum Beispiel in der Ressourcenübersicht benutzen, diese Funktion. Das heißt, ich habe wirklich die Möglichkeit zu gucken, okay, ich brauche jetzt nur einen gewissen Designer, Developer, wie mache ich das, wer ist überhaupt Designer in meinem Team? Ich weiß es ja gar nicht. Vielleicht gibt es auch irgendeinen Designer in irgendeinem anderen Team, den ich benutzen kann und so weiter. Das kann ich quasi hiermit machen. Ich kann mir wirklich gucken dann, welche Ressourcen habe ich zur Verfügung und stehen mir die Ressourcen auch zur Verfügung. Diese Ansichten könnte ich mir dann auch eintretlich jetzt hier als Filter speichern auf der linken Seite, sodass ich jetzt wirklich auch diese Ansichten in einem kurzen Klick mir erstellen lassen kann. Gut, soweit zur Ressourcenplanung. Jetzt ein Überblick zur Iteration Planning. Iteration Planning oder das heißt hier, glaube ich, Sprint Planning. Das ist so ein bisschen eine Sonderform des agilen Managements, heißt ja Scrum. Und da wird natürlich in gewissen Zeitabschnitten geplant. So, das heißt, wenn ich jetzt meinem Team einen Zeitzuschnitt zuweise, habe ich eine gewisse Zeit zur Verfügung, die ich irgendwie benutzen kann oder benutzen muss. Da liefern wir im Endeffekt das komplementäre Lösung zu Jira an. Jira macht das natürlich wunderbar. Aber was so ein bisschen an Jira fehlt, ist so die Kapazitätenplanung. Das heißt, ich weiß im Endeffekt nicht, wenn ich jetzt meine Jira-Issues dem Team zuweise, ich weiß im Endeffekt wirklich nicht, wie viel Zeit ist einem Mitarbeiter zugeordnet und wie viel überhaupt Issues sind insgesamt dem ganzen Team zugeordnet. Schafft das Team, an den Jira-Issues zu arbeiten? Das ist eine Sache, die schafft die Jira nicht und da bieten wir diese Lösung dazu an. Also ist es wirklich wichtig zu wissen, kann ich meinen Sprint überhaupt in der vorgegebenen Zeit managen, ja oder nein? Und ich muss natürlich auch sehen können, welche Mitglieder sind allokiert. Also ich kenne auch das deutsche Wort, jetzt fällt mir momentan nicht ein. Aber und was auch nicht auch wichtig ist, wir kennen das ja auch, wenn wir einen Sprint planen, es sind meistens sehr viele Leute, die ziehen dann die ganze Arbeit auf sich und manche sitzen dann da leer da. Also obwohl ich dann die ganze Arbeit für das Team managen könnte, labert die Arbeit doch manchmal doch auch immer sehr an einzelnen Mitarbeitern. Und die Mitarbeiter selber müssen natürlich auch sehen, zum Beispiel, woran arbeiten sie oder woran sollten sie arbeiten. So, das ist jetzt eine Aussicht aus unserem Backlog. Und aus diesem Backlog hier sehen wir zum Beispiel jetzt hier eine gewisse Iteration mit einem Startzeit und einem Endpunkt. Und hier sehe ich auch wiederum meine Teammitglieder, die in diesem Team sind. Und von hier aus könnte ich jetzt auch zum Beispiel oben rechts wirklich direkt sehen, okay, wie viel Jira-Issues habe ich jetzt wie viel Kapazität habe ich meinem Sprint zugeordnet und werde ich mit meinem Team, was ich hier zur Verfügung habe, werde ich das managen können, ja oder nein? Hier sehe ich eine leichte Überallokalisierung von 10%, was wahrscheinlich noch in Ordnung ist. Und von hier, von der einzelnen Mitgliederleiste sehe ich auch direkt, wer hat noch Zeit zur Verfügung und wer hat hier ist überallokiert, überplant.
Gut, so zum Zeitmanagement. Also Zeitmanagement ist natürlich auch ganz wichtig. Ich denke mal, wir machen keine Projektplanung, ohne dass wir unsere Zeit irgendwo eintragen und wissen, wo wir unsere Zeit verbracht haben. Auch hier nochmal ein kleines Statement von einem Kunden. Dieser behauptet jetzt beispielsweise, dass er hier $500,000 gespart hat. Also wir sehen auch schon, dass die Einführung mit Tempo oder mit einem Time-Tracking-Tool überhaupt auch nicht nur Kostenersparnisse macht, sondern was er hier auch vor allem auch sieht, dass die Teams oder dass die Leute effizienter arbeiten. So, was muss ich machen können, wenn ich jetzt meine Zeit irgendwo eintrage? Also ich muss natürlich erstmal wissen, wie viel Zeit habe ich überhaupt an meinen Projekten verbracht oder wie viele Leute haben die Leute an meinen Projekten verbracht, wie viel Arbeit hat mein Team an oder wo hat mein Team überhaupt seine Zeit eingetragen. Ich muss dann auch zum Beispiel wissen, wirklich jetzt, wie viel haben meine Leute eingetragen und wie viel haben sie im Endeffekt verplant gehabt. Und was aber Tempo auch sehr gut macht, ist die Arbeiten für Kunden zu tracken. Das heißt, ich muss jetzt auch wirklich wissen, und Kunden sind ja, wir reden immer von Kunden, von externen Kunden, aber ich lege da auch immer sehr viel Wert drauf, dass wir auch von internen Kunden sprechen, weil interne Kunden, jeder, der irgendwas in Auftrag gibt, ist im Endeffekt ein Auftraggeber von seinen Mitarbeitern. Also interne Kunden sind auch sehr wichtig und das muss ich auch wirklich checken können. Ich muss wirklich das ausweisen können. So, was wir auch sehr häufig machen, was unsere Kunden auch sehr häufig machen, ist die Rechnungsstellung. Also wir haben vorhin auch schon mal gesehen, dass wir zum Beispiel von unseren Mitgliedern gewisse Funktionen haben und diese Funktionen können wir mit Kostenraten hinterlegen. Das heißt, wenn jetzt ein Mitarbeiter eine Zeit einträgt hinter einem Jira-Vorgang und dann können wir wirklich tracken, wie viel hat der, nicht nur der Mitarbeiter verbraucht, sondern wie viel hat der, kostet er unseren Kunden im Endeffekt auch. Und eine andere Sache, die ganz wichtig ist, vor allen Dingen im US-Bereich, ist, meine Arbeit zu kategorisieren. Ja, also nicht nur jetzt auf Jira-Projekte, sondern wirklich auf einem höheren Level, wo wir jetzt sagen, wie viel von meiner Zeit habe ich jetzt wirklich für Vorgänge verbracht, die im Endeffekt wieder Mehrwert schaffen in der Zukunft. Also die irgendwann später wieder Umsatz generieren. Das ist da zum Beispiel eine Capitalized-Kategorie. Oder wie viel meiner Zeit habe ich jetzt verbracht für den reinen Betrieb? Oder natürlich jetzt auch, was wichtig ist, für interne Arbeit. Trotzdem, wir dürfen niemals vergessen, und das ist das, warum Tempo Timesheet so populär ist, ist das Painless Time-Tracking. Also es muss wirklich schmerzfrei sein, es muss einfach sein für die Mitarbeiter, ihre Zeit einzutragen. Weil wenn sie das nicht machen und wenn wir das nicht schaffen, ist für sie einfach zu machen, haben wir alle im Endeffekt daraus von gar nichts, weil dann bekommen wir keine Berichte und nichts. Also das ist das Allerwichtigste, wo wir auch unsere Logo herstellen, Painless Time Tracking. Auch jetzt für Tempo Timesheets noch ein paar Screenshots für die, die es noch nicht kennen. Das sind ja einige hier, wie ich vorhin schon gehört habe. Das ist jetzt unser Workout-Kalender, den wir mittlerweile ablösen von unserem altbekannten Timesheets. Also wir gehen mehr und mehr hin zu diesem Interface als weg von dem Timesheets-Interface, was vielleicht einige von euch kennen. Wir versuchen wirklich, es einfach zu machen, für unsere Mitarbeiter Zeit zu locken. Und das machen wir, indem wir unsere Kalenderansicht haben, wo ich bitte für jeden Tag sehe und mir einen Container hier, jeder Container stellt quasi einen Zeiteintrag dar. Und ich habe es von hier ganz einfach, Einträge zu machen, auch indem ich hier die Issues, mit denen ich oder die Vorgänge, mit denen ich arbeite, mir hier in meine Leiste reinlege, in meine Favoritenleiste und die wirklich mit per Drag and Drop dann auf meinen einzelnen Tage verteile. Ein typischer Report-Bericht ist natürlich jetzt wirklich sehr overwhelming, sage ich jetzt mal, will ich auch gar nicht lange stoppen, aber es zeigt einfach nur die Tatsache hier wirklich, dass ich mit einem guten
dass ich relativ einfach mir herausgucken kann, wo haben meine Mitarbeiter ihre Zeit gelockt. Und hier diese verschiedenen Farben deuten auch an, dass sie da im Endeffekt geplante Zeit haben und ich mir dann auch wirklich reingucken kann, wie viel haben sie geplant und wie viel haben sie für einzelne Vorgänge dann im Endeffekt wirklich gebucht. Das ist auch noch ein Bericht, den ich vorher schon erwähnt habe, dass ich meine Mitarbeiter hier, die in meinem Team arbeiten, die wir vorhin schon gesehen haben, mir wirklich hier anzeigen lassen kann, für welche Arten der Arbeit haben sie jetzt ihre Arbeit eingesetzt. Also hier gerade dieses Billable oder dieses Mehrwertschaffende, Entschuldigung, Billable heißt wirklich, was ich jetzt meinen Kunden in Rechnung stellen kann, wie viel haben sie dafür verwendet. Dieses Mehrwertschaffende ist hier dieses Capitalized, Betrieb ist hier Operational und Internal sind hier diese mit dem orangenen Farben gekennzeichnet. Also ich sehe jetzt wirklich hier im Endeffekt und kann mir diese Information auch rausgucken und kann wirklich sehen, welcher Mitarbeiter hat für wie viel Kategorie seine Zeit verbraucht. Ich habe auch noch ein bisschen hier das Billing erwähnt, also die Rechnungserstellung, wie Tempo das unterstützt. Ich habe ja auch schon gesagt, dass die Teammitarbeiter oder die Rolle des Teammitarbeiters entscheidet, welche Kostenrate er trägt. Also ich kann mir jetzt wirklich Berichte anzeigen lassen für gewisse Zeitfenster und an diesen Zeitfenstern sehe ich genau, wer hat welchen Zeiteintrag gemacht, welche Kostenrate hat er und Tempo gibt mir wirklich dann für gewisse Kunden oder für gewisse Accounts, so wie wir das nennen, einen sehr guten Bericht, den ich dann zur Rechnungserstellung weiterverwenden kann. Wir benutzen natürlich oder wir unsere Add-ons liefern auch noch sehr viele Gadgets mit. Das heißt, ich kann mir die wirklich jetzt auch noch auf mein Dashboard dann klatschen und diese Gadgets so einstellen, dass ich wirklich die Informationen, die ich benötige, auf einen Blick mir anschauen kann. So, als letztes will ich jetzt nochmal euch ein bisschen mit Earned Value Management quälen. Also Earned Value Management ist eine Projektmanagement-Methode, ganz einfach. Und der größte Vorteil dieser Methode ist im Endeffekt hier, dass man diese vorzeitige Inventionen üben kann. Also ich sehe im Voraus hinaus quasi, wo läuft mein Projekt hin und ich kann vorzeitig, bevor es überhaupt erstmal hingelaufen ist, schon eingreifen. Und das ist zum Beispiel ganz wichtig. Jetzt erstmal eine kurze Frage, wem sagt Earned Value Management irgendwas? Wer benutzt das auch ein? Keiner? Andere Frage jetzt, wem sagt ein Burnout-Chart was? Okay, also alle, die wissen, was ein Burndown-Chart ist, die wissen auch, was Earned Value Management ist. Und das ist wichtig. Kommen wir aber auch gleich dazu. Also, wir reden über Earned Value Management und Earned Value Management ist der Grund dafür, warum das nicht häufig angewendet ist, weil es sehr kompliziert ist. Aber ich will euch ein bisschen die Angst nehmen und ich will euch ermutigen, es einzusetzen, weil es wirklich für mich ein perfektes Tool ist, um wirklich im Voraus eingreifen zu können, um wirklich meinen Status meines Projekts anklicken zu können. Also wenn ich mit Earned Value Management arbeite, da kriege ich jede Menge Indizes und jede Menge Begriffe da reingeworfen, die ich mir erstmal anklicken muss und durchschauen muss. Ist es ein Horror. Ich gebe es dazu. Aber die Antworten, die uns Earned Value Management gibt, die sind hervorragend. Und wir wissen, wenn wir Earned Value Management einsetzen, wissen wir vornherein oder wir wissen im Endeffekt, wie viel oder ob ich quasi mehr Arbeit eingesetzt habe als geplant oder weniger. Ich weiß jederzeit, ob ich über meinem Budget bin oder unten drunter bin. Ich weiß im Endeffekt, wie viel mein Projekt kosten wird, wenn ich am Ende bin. Wie viel werde ich oben drüber oder drunter sein, wenn ich mit meinem Projekt fertig bin und so weiter. Also es gibt jede Menge Informationen, zu den Antworten, die Earned Value Management gibt. So, jetzt will ich das mal aus einem Prinzip erklären, was Earned Value Management ist. So, das ist ein Burndown-Chart. Okay? Und das ist nichts anderes als Earned Value Management. Earned Value Management sagt im Endeffekt, ich habe eine Arbeit zu errichten, die ich quasi
sukzessive abarbeite. So ein Burndown-Chart ist im Endeffekt hier, ich habe irgendwas, was ich abarbeiten muss, ich habe was geplant. Das können jetzt Stunden sein, manche machen in Storypoints, manche machen das mit Business Values, ist mir ganz egal. Irgendwas, irgendeine Größe, die ich mir gesagt habe, das muss ich abarbeiten. So, und dann wissen wir auch ganz genau, okay, ich habe was geplant und ich plane jetzt in meinem Zeitraum von 0 bis irgendwas, dass das jetzt hier von der gewissen Größe bis hier runter geht. So, und während dieses Prozesses im Endeffekt tue ich meinen Progress irgendwie locken oder tracken, sage ich jetzt mal, verfolgen. Und da sehe ich, ja, also manchmal, ich habe jetzt nicht so viel gearbeitet hier. Also, und wir wissen dann im Endeffekt, also das wissen wir als die, die den Sprint Burnout lesen können, wissen genau, also wenn die Punkte jetzt über der Linie sind, ist das schlecht. Wenn sie unter der Linie sind, ist es gut. Das ist das, was wir wissen, nicht? Und das ist im Prinzip ganz genau, was Earned Value Management auch macht. Nur dass der Trick bei der Sache ist, den Progress oder den Fortschritt zu ermitteln. Und da das ist das Allerwichtigste und das Allerschwierigste im Earned Value Management. Das heißt, wenn wir den Fortschritt nicht ermitteln oder nicht ermitteln könnten oder nicht ermittelt haben, dann bringt uns Earned Value Management auch nicht. Also Earned Value Management bringt uns nur die Kennzahlen, die wir brauchen, wenn wir den Progress, den Fortschritt eintragen und ermitteln. Und dazu gibt es mehrere Methoden. Tempo unterstützt zwei Methoden. Das ist einmal der Progressive Progress. Also das heißt im Endeffekt, ich habe eine Mauer, die ist 10 Meter hoch und ich sage jetzt, wenn die Mauer 4 Meter hoch ist, dann habe ich 40% geschafft. Das sagt mir der Progressive Progress. Und der Work Package Progress, der sagt mir, okay, eine 4 Meter hohe Mauer bringt mir nichts. Es bringt mir erst was, wenn die Mauer 10 Meter hoch ist. Das heißt, ich kriege erst dann ich habe erst dann meine Mauer verdient sozusagen, wenn sie 10 Meter hoch ist. So, hier ist jetzt zum Beispiel genau der Chart, den mir der Sprint-Burn-Down-Chart angezeigt hat vorher, nur jetzt andersrum. Also das ist der einzigste Unterschied, den wir haben. Das heißt, ich habe jetzt hier drei Linien. Ja? Die eine Linie ist das Grüne. Das ist das, was wir vorhin auch schon gesehen haben, der halt nur die Linie runterging. Und jetzt habe ich hier das Blaue. So, das Blaue ist jetzt hier mein Earned Value. Das ist das, was in die anderen Punkte waren, vorher oben und drüber. Das heißt, ich sehe jetzt hier anhand meines Progresses oder meines Fortschritts, wie weit bin ich vorgeschrieben? Bin ich oben drüber oder drunter? So, jetzt weiß ich auch ganz genau, also wenn ich oben drüber bin, ist gut, wenn es unten drunter ist, ist schlecht. Ja, das sagt mir das jetzt auch. Nur was mir jetzt diese Übersicht auch bringt, das ist jetzt hier, habe ich jetzt auch noch die roten, das ist die rote Linie, das sind jetzt alles meine, allerdings meine Kosten, das muss ich jetzt noch dazu sagen. Also wir planen zum Beispiel jetzt, wenn wir sowas rechnen, wir haben ja vorher gesagt, bei dem Sprint Burndown Chart, da können wir in Stunden rechnen oder in Story Points oder Business Value. Das jetzt ist ja ein Graph, der kommt aus Tempo Budgets. Das heißt, ich konvertiere meinen ganzen Einsatz, meinen ganzen Aufwand in eine finanzielle Größe. Und diese finanzielle Größe ist immer ein Geldbetrag. So, und ich weiß jetzt zum Beispiel hier an dieser geplanten Linie, ich plane irgendwo da meinen geplanten Betrag zu erreichen und mein Earned Value sagt mir jetzt, wie viel habe ich jetzt eigentlich schon erreicht von meinen geplanten Sachen? Und wenn ich jetzt weiß, dass er hier irgendwo da oben drüber ist und anhand des Fortschrittes wird mir auch zum Beispiel jetzt Tempo Budgets oder das Earned Value Management, die Mathematik von Earned Value Management wird mir sagen, wann werde ich voraussichtlich mein Projekt beenden. Und wird mir im Endeffekt auch sagen, zu welchem Preis. Ja? Und das liefert mir im Endeffekt Tempo Budgets. Also ich sehe jetzt auch hier, was Tempo Budgets mir sagt. Ich sehe ganz genau hier meinen Plan. Wie viel, wann soll mein Projekt zu Ende sein, wie viel habe ich geplant und er sagt mir, er liefert mir die Antwort meiner projizierten Endzeitraumes und meiner projizierten Endkosten. Das Gleiche kann ich jetzt auch mit meinem Profit machen, will ich jetzt auch gar nicht näher eingehen, ist im Prinzip eine eher ungefähr die gleiche Geschichte. Sagt mir dann hier meine aktuellen Kosten, mein aktueller Umsatz. Und wenn man zum Beispiel meine Kosten höher sind als mein Umsatz, habe ich immer einen negativen Profit. Also das sehe ich dann hier in dem negativen Bereich zum Beispiel. Gut, jetzt habe ich am Anfang auch schon gesprochen, dass Earned Value Management unheimlich kompliziert ist. Und
ich bekomme jede Menge Informationen von Indizes und was weiß ich was und so weiter. Aber das ist auch wiederum genau das Gleiche, was ein Sprint-Down mir liefert oder die Methode der Sprints ist zum Beispiel meine Velocity. Und wir wissen ganz genau, meine Velocity, das ist auch ein Begriff, den ihr alle kennt. Und das ist im Prinzip nichts anderes als mein Performance-Indizes. Ja? Also ich sehe jetzt im Endeffekt, ist natürlich auch eine ganz schlechte Grafik mit ganz schlechten Daten hinterlegt, aber was ich euch erklären will, ist, wenn ich einen Sprint plane in der agilen Art und Weise, ich weiß im Endeffekt nur die Velocity von meinem Team über einen gewissen Zeitraum. Aber hier sehe ich im Endeffekt die Velocity wirklich von Tag zu Tag. Ich sehe ganz genau, in welche Richtung ich zusteuere. Bin ich in meinem Bereich? Ja. Bin ich im grünen Bereich? Ja oder nein? Also das sagt mir, selbst wenn ich noch im grünen Bereich bin, kann ich jetzt hier zum Beispiel könnte ich jetzt rein implementieren hier, okay, ich bin jetzt hier auf dem Runterweg. Also ich sehe, ich bin noch gut, aber ich sehe, es geht irgendwie runter. Ja? Wenn ich als Bergsteiger bin, ich weiß ganz genau, die ersten 1000 Höhenmeter, die mache ich ganz einfach, dann kommt Schnee, dann muss ich tiefer stapfen, dann verlangsamt sich mein Tempo. Und das ist genau das, was ich hier auch sehe und wo ich hier wirklich frühzeitig eingreifen kann. Das war's schon. Also ich hoffe, ich habe euch nicht jetzt zu sehr gelangweilt. Und ja, wie gesagt, ich habe ja auch schon viel Potenzial hier im Raum gesehen. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen was erklären können über Tempo und über die Lösung, die wir anbieten, um wirklich Lösungen im agilen Projektmanagement zu geben und das auch zu unterstützen. Ich bedanke mich ganz herzlich und würde natürlich, das kennt ihr alle, ne? Bin natürlich immer noch offen für Fragen. Ansonsten bin ich auch nachher wahrscheinlich irgendwo in der Ecke noch, dann könnt ihr auch noch mal direkt zu mir kommen. Ich habe auch isländische Schokolade mitgebracht als Leckerbissen. Könnt ihr auch kommen, auch wenn ihr nicht kauft. Also entweder, wenn da sonst noch keine Fragen sind, dann eine Frage haben wir da. Hoffentlich kann ich sie beantworten. Wir haben noch gar keinen Jira im Einsatz. Ich kenne es auch noch nicht, das Produkt, bin da also noch sehr unbedarft. Die Frage ist für mich, wenn ich jetzt so eine Software angucke, also das Add-on, habe ich Jira, habe das Add-on, kann ich auch irgendeine andere Projektmanagement-Software nehmen? Das Ganze kann ich, hoffe ich dann, das ist der Vorteil, natürlich auch mit allen anderen Jira-Issues, vermutlich heißt das so, die ich dann da noch generieren kann, parallel nutzen, sodass ein Mitarbeiter in irgendeinem Projekt da zwar sein Projektmanagement-Zeug hat und da seine Issues rausgeneriert werden, aber auch wenn die aus einem externen Bereich kommen, dann hat er die auch in Jira drin, ohne die Plugins und sieht aber alle in einem gemeinsamen Teil. Ist das so korrekt und ist das dann auch der Vorteil? Das ist absolut korrekt, ja. Also ich glaube, das ist aber das, also ich kenne kein richtiges Plugin, was wirklich da hervorsticht. Also wir arbeiten sehr integrativ mit Jira zusammen und alle Informationen, die wir auch für Tempo Budgets benutzen oder Tempo Timesheets, das sind alles, oder auch wie wir einen Tempo Planner gesehen haben, das sind alles, wir greifen da immer auf Jira-Vorgänge zurück. Also alles Jira-Issues, die ganzen Informationen, die du da drauf speicherst, kannst du quasi auch in Tempo abrufen oder werden auch im Endeffekt in Tempo Budgets benutzt. Und können dann auch nach wie vor auch von anderen Add-ons benutzt werden. Also da spielen wir keine große Rolle. Einzigste Ausrichtung, Ausnahme bilden vielleicht die Pläne da, die wir in Tempo Planner erstellen. Also das ist so ein bisschen noch so das Stichmittelchen bei uns, wo wir wirklich sagen, also die Planner, die Pläne, die wir in Tempo erstellen, da kriegen wir oft das Feedback, dass die eben in Jira nicht richtig sichtbar sind und dass wir da auch zum Beispiel, da kriegen wir oft die Anfrage, dass da die Anfangszeiten und die Endzeiten nicht unbedingt mit dem Jira-Issue so vereinbar sind oder nicht so richtig integrieren. Also das ist so ein bisschen der Drucksache. Also da muss ich dann wirklich immer zum Tempo Planner gehen, muss wirklich gucken, dann wo habe ich meine
Sachen verplant, aber an den Projekten selbst und sowas, da fehlt so ein bisschen die Anbindung von Jira, dass ihr dann quasi auch die ganzen Pläne dann im Endeffekt aufgreift und dass ich die dann direkt vom Jira-Projekt an sich dann mir direkt da selber auch angucken kann. Ja, genau. Projektnavigation okay. von Jira. Eine Frage, die ich grundsätzlich an jedes Plugin habe, wir setzen Jira relativ breitflächig von, weiß ich nicht, Experimenten, Programmmanagement, Entwicklungsprojekte, Produktion, was auch immer ein. Und es wird immer wichtiger, dass sich die entsprechende Plugin-Funktionalität nur in den, naja, meistens sind es Projekte oder irgendwelche Schemes dahinter einsetzen kann, wo ich das brauche und die ansonsten im Global-Menü und in der Projektadministration und in einigen anderen Ecken einfach nicht vorkommen, sondern dass ich das nur da sehe, wo ich es auch brauche. Wie ist das für eure Plugins gelöst? Also, ich weiß jetzt gar nicht genau, wie ich die Frage beantworten soll. Also wie ich schon, ich dachte, mit Tempo Blender hatte ich jetzt schon eine Frage beantwortet. Mit der Zeiterfassung ist das so ein bisschen was anderes. Also da sind wir wirklich mit Jira integriert und dann werden die Informationen da auch angezeigt, wo sie sonst auch für jeden Jira-User sichtbar sind. Und das wird auch alles in der Historie und so weiter abgelegt. Also da kann ich das auch nach wie vor wirklich dann in Jira-Ansicht auch verfolgen. Aber prinzipiell sind wir dann schon auch mit unserem Projekt schon relativ auch selbstständig. Also auch Tempo-Budgets und so weiter, das sind wirklich, hat da seine eigenen Ansichten. Da muss man dann schon selber auch dann hin navigieren, um dann die Informationen rauszubekommen, die man da raushaben will. Ich weiß jetzt aber nicht genau, ob das deine Frage beantwortet. Ja, okay. Hast du ein Mikrofon? Vielleicht, damit sie die anderen auch hören, die da hinten sitzen. So, kann man es hören? Ich hätte eine Frage bezüglich Office-Werkzeugen, Microsoft Office. Ja. Weil wir kriegen auch viele Aufgaben jetzt per E-Mail zugeschickt oder irgendwie Projektpläne. Die würden wir dann gerne auch natürlich in Jira integrieren können. Ja. Und wenn es jetzt natürlich keine Schnittstellen gibt, alles abzutippen ist ja nicht so. Gibt es Schnittstellen dazu? Also wir haben eine sehr breite Bandbreite an Schnittstellen, also an APIs für alle unsere Add-ons, Timesheets, Tempo Planner und Tempo Budgets auch. Und da arbeiten sehr viele Entwickler mit. Also wir haben auch eine eigene Entwicklerseite für die Schnittstellen, die du benutzen kannst. Wir bieten auch sehr häufig den Import von CSV-Files an, also das unterstützen wir auch, aber dann natürlich der Import mit CSV-Files ist natürlich ein bisschen schwierig, weil da ist dann die Rückkopplung wiederum nicht gegeben, also das heißt, wenn sich dann irgendwas updatet, dann muss ich das ja auch irgendwie wieder zurückspulen können und das ist dann eigentlich nur mit den APIs dann gegeben, die wir auch anbieten und die auch sehr häufig benutzt werden, also das ist definitiv eine Anforderung, die wir auch an uns selbst stellen und die wir auch erfüllen wollen. Ich kann dir aber auch gerne nachher dann noch wirklich die spezielle Internetseite dann gucken, wo du dann alle möglichen APIs abfragen kannst, also wenn sich das jetzt für das Details interessiert. Ich bin in die Programm- und Portfolioplanung in Jira noch nicht so tief eingestiegen, deswegen stelle ich jetzt mal eine naive Frage, nämlich gäbe es Gründe, Portfolio und eure Dinge parallel einzusetzen, wenn ja, welche? Ja, sehr gute Frage. Diese Frage bekomme ich auch sehr häufig gestellt. Dazu muss ich sagen, also ich kenne Jira Portfolio und ich habe damit auch schon gearbeitet, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich ein hundertprozentiges Wissen von Jira Portfolio habe. Was ich aber trotzdem immer wieder sage, ist, dass und was viele unserer Kunden mich auch fragen, die beides Tempo Planner einsetzen wollen und Jira Portfolio einsetzen wollen, wo die Schnittstellen sind, wer was besser kann. Ich sage immer, Tempo Planner ist ein Ressourcenmanagement-Tool und das kann es auch am besten. Also Tempo Planner als Projektmanagement-Tool einzusetzen, sage ich nein.
das bringt nichts und das wird auch unseren Kunden nicht zum Erfolg führen. Es gibt dann auch im Endeffekt wirklich diese Zweigleisigkeit, die unsere Kunden fahren müssen oder auch wollen, dass sie auf der einen Seite dann das Portfolio einsetzen, das Jira-Portfolio, um ihre Projekte zu managen, um ihre Versionen zu managen, wirklich den Ausgabezeitpunkt zu determinieren und so weiter. Aber Tempo Planner arbeitet, hat ein sehr gutes Ressourcenmanagement, was ich denke, weil ich es nicht hundertprozentig weiß, besser machen kann als Portfolio. Insofern ergänzen die sich da in der gewissen Weise. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass sie irgendwie ein konkurrierendes Produkt sind. Man kann bestimmt auch eine gewisse Art der Projektmanagement auch mit Tempo Budgets erstellen. Aber wie gesagt, ich möchte generell über Jira oder Portfolio super, super Produkte, da stellen wir uns auch gar nicht drüber. Also das ist einfach top und wir wollen da eher versuchen, ein Ergänzungsprodukt herzustellen, als da irgendwie konkurrierende Software zu erstellen. Ich hoffe, das beantwortet die Frage.